Region. Der Hund ist ein Säugetier und der männliche Hund hat eine Prostata. Jawohl. Und ich habe schon mal versucht, mich schlau zu machen. Mhm. Sehr, sehr häufig Probleme mit dem Teil. 80% aller Rüden kriegen irgendwelche Prostata-Probleme. Genau. Umso wichtiger, dass wir uns schlau machen. Genau. Bei Ihnen, was kann denn da alles passieren? In welchen Abstufungen? Also in welchen Abstufungen? Fangen wir mal mit dem am wenigsten Schlimmen an. Das ist erstmal einfach nur die Vergrößerung der Prostata. Das macht vielleicht mechanische Probleme beim Kotabsatz und beim Urinabsatz, aber ist in der Regel kein größeres Problem. Dann gibt es die Zysten in der Prostata. Da gibt es welche, die sitzen außen in der Prostata. Da gibt es welche, die sitzen innen in dem Prostatagewebe. Dann gibt es die Entzündung, sowohl akut als auch chronisch. Die Abszesse und natürlich die tumorösen Veränderungen. Dann wird ja immer besser. Ja, Sie wollten die Abstufung haben. Okay. Fangen wir mal ganz vorne an, tasten uns quasi vor. Eine Vergrößerung mit zunehmendem Alter des Hundes ist quasi normal. Das ist normal, ja. Ist auch nur dann problematisch, wenn der Hund, wenn man wirklich Symptome bemerkt, die typischen Symptome für Prostataerkrankungen insgesamt sind, entweder ein verändertes Kotabsatzverhalten, der Hund presst sehr, es kommt nur wenig Kot raus, der Kot ist statt rund, ist er eventuell abgeplattet, kommt mehrere kleine Portionen statt an einem Stück, der Hund manche schreien auch beim Kotabsatz, das sind so die einen, die anderen berichten über Harnabsatzprobleme, dass der Rüde, was oft als Markieren interpretiert wird, aber eigentlich nur dieser Streustrahl, ja, dass sie teilweise Beimengungen haben, so blutige Beimengungen, eitrige Beimengungen im Harn, das sind so die Symptome. Bei manchen Rüden kommt es auch zu so ein bisschen steifen Gang in der Hinterhand, dass sie so ein bisschen dreibeinig laufen oder auch beim Schwanzheben ein paar Probleme haben können. Mhm. Das sind so die Dinge, die Hinweisen zeigen können auf ein Prostataproblem. Mhm. Und wenn ich dann in der Untersuchung feststelle, es ist nur eine harmlose Vergrößerung der Prostata, dann kann ich entweder medikamentös vorgehen, ist in der Regel aber nicht dauerhaft, sondern dann wäre die Kastration im Raum gestanden, dass man eben kastriert. Dann hat man Ruhe, was das angeht. Ah ja. Sie sprechen die Untersuchung an. Wie wird da am gescheitesten untersucht? Am gescheitesten, also zu einer vernünftigen Prostataabklärung gehört auf jeden Fall eine rektale Untersuchung. Mhm. Wenn die Prostata wirklich schmerzhaft ist, wenn sie vergrößert ist und wenn ich wirklich die Prostata abtaste und der Hund, wie sagt man so schön, geht unter die Decke vor Schmerzen, dann ist es sicherlich keine harmlose Vergrößerung. Mhm. Ja. Und dann weiterführend natürlich noch eine Ultraschalluntersuchung. Mhm. Röntgen kann man auch, nur da sieht man eben nur, das Organ ist an sich vergrößert, aber man kann nicht näher definieren, in welchem Bereich oder wie vergrößert ist es. Sondern da ist wirklich eine Ultraschalluntersuchung angebracht. Da kann man schauen, ist da eine Zyste dran, ist Flüssigkeit gefüllt, wie groß ist sie genau? Also da sollte man schon Ultraschall machen. Die normale Vergrößerung, die Zysten sind, glaube ich, auch nicht so dramatisch. Die Zysten sind nicht so dramatisch. Nee, das ist, es gibt solche Zysten, die sitzen außen an der Prostata, wenn die können sehr groß werden. Da ist zu überlegen, dass man sie punktiert. Man kann auch, wenn sie sich wiederfüllen, kann man auch operativ vorgehen, kann sie einfach operativ entleeren, machen keine größeren Probleme. Mhm. Auch die Zysten in der Prostata, die werden in der Regel nicht ganz so groß, machen auch nicht die Probleme. Also das ist jetzt nicht das Schlimmste, was man machen kann. Auch da kann eine Kastration helfen. Mhm. Unangenehmer wird es dann schon bei Entzündungen. Ne? Genau, weil es einfach ein hochschmerzhafter Prozess ist. Die Prostata liegt im Becken. Die Harnröhre geht praktisch vorbei durch und dass ich bei jedem Kotabsatz, wenn ich ein hochgradig vergrößertes, entzündetes Gebilde habe, wo bei jedem Kotabsatz wirklich der Kot drüber läuft, weil der Darm läuft direkt drüber, das ist natürlich hochgradig schmerzhaft. Und dann kann es eben auch zum steifen Gang kommen und eben auch zu Schmerzen beim Harnabsatz. Was mache ich gegen die Entzündung? In der Regel erstmal was Entzündungshemmendes und Antibiotisches. Dann ist im Normalfall gut. Natürlich können auch Komplikationen auftreten. Also wenn eine akute Entzündung nicht sofort erkannt wird, sie kann chronisch werden oder wenn es eben nicht, wenn die Therapie nicht ausgereicht hat, kann es chronisch werden. Das ist auch schmerzhaft, muss man eben über längere Zeit dann therapieren mit Antibiotikum und Schmerzmitteln. Die gefürchtete Angst ist, dass sich daraus ein Abszess entwickelt. Mhm.
weil wir haben einen Zugang über die Harnröhre, haben wir einen Zugang eben zur Prostata, wenn es durch aufsteigende Bakterien, das Gewebe ist entzündet, Bakterien können aufsteigen, dann kann sich ein Abszess entwickeln. Und das kann sehr große Ausmaße annehmen, sehr schmerzhaft sein und kann eben, so ein Abszess kann auch nicht therapierbar sein. Kann schon sein, dass der Hund auch mal einen Prostata-Abszess, wenn es einbricht in die Harnröhre, das ist jetzt natürlich das Horrorbild, ja, aber kann natürlich auch für den Hund nicht gut ausgehen. Das ist dann schon richtig ernsthaft. Das ist richtig ernsthaft, ja. Also teilweise geht man dann wirklich direkt operativ an, dass man den Eiter abzieht. Geht oftmals wirklich gut, aber je nachdem, wie lange der Abszess schon besteht und das Gewebe ist dann sehr brüchig, sehr in Mitleidenschaft gezogen, kann es eben auch sein, dass es nicht funktioniert. Und die unmittelbare Nachbarschaft zur Harnröhre zum Beispiel ist da auch nicht ideal, ne? Genau, weil wenn das wirklich gemein ist und der Abszess sich wirklich, das Abszessgewebe entzündet, das Gewebe außenrum ist entzündet, kann die Harnröhre wirklich in Mitleidenschaft gezogen werden. Wenn die Harnröhre über einen großen Abschnitt in Mitleidenschaft gezogen ist, dann ist es halt für die Prognose des Hundes eigentlich, hat er gar keine Prognose mehr. Da kann man nichts machen, ne? In der Regel nicht. Kommen wir zum Schluss noch zu den Tumoren, auch wenn das immer ein unangenehmes Thema ist. Ja. Kann man da was machen, um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen? Eine Operation der Prostata, dass man sie entfernt, macht man in der Regel nicht. Es gibt da auch mal das Gerücht, dass ein kastrierter Rüde häufiger an einem Prostatatumor erkrankt, an einem bösartigen. Das ist nicht so, also man muss es klarstellen, sondern ein Rüde, der kastriert ist und an der Prostata einen Tumor bekommt, das ist in der Regel ein bösartiger. Aber es ist nicht so, dass ein Rüde, nur weil er kastriert ist, eine höhere Gefahr hat, einen bösartigen Prostatatumor zu erkranken. Sondern das muss man schon so sehen. Also wenn er kastriert ist und es gibt einen Tumor, ist er meist bösartig, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er einen Tumor bekommt, steigt nicht durch die Kastration. Das Problem mit den Prostatatumoren ist leider auch eben die hohe Metastasierungsgefahr. Diese Karzinome, die metastasieren, es gibt dann teilweise Metastasen in den Lendenwirbeln, in die Rippen, in die Lunge und da. Ja, das Problem ist halt, es wird oft kompensiert durch den Hund, es fällt erst in einem späten Stadium auf und wenn dann schon die Metastasen vorliegen, kann man nur noch schmerzlindernd arbeiten. Am Anfang haben wir schon gesagt, 80% der Rüden sind betroffen, trotzdem die Frage, gibt es ganz besonders sichere Kandidaten unter den verschiedenen Hunderassen oder ist es wirklich egal? Das ist wirklich egal. Da gibt es keine, da sagt man nicht, dass größere Hunde eher oder kleine Hunde, sondern das liegt am Geschlecht und nicht an der Rasse. Sie haben ein-, zweimal das Stichwort Kastration gegeben. Was wollten Sie mir damit sagen oder uns damit sagen? Dass häufig eine gute Therapiemöglichkeit oder die einzige Therapiemöglichkeit ist, dass man wirklich Ruhe hat, eine Kastration ist. Das muss nicht sofort chirurgisch sein, es gibt ja mittlerweile auch diese Mikrochips oder diese Chips, die man implantiert in die Hunde, die über einen gewissen Zeitraum von 6 oder 12 Monaten chemisch kastrieren. Also man muss den Hund nicht sofort in Narkose legen, als Test auch, weil viele Leute dann Angst haben, dass der Rüde zu dick wird oder zu träge wird, dann implantiert man den Chip, dann wird auch die Prostata wieder kleiner und die Probleme gehen zurück. Nur sobald die Wirkung des Chips nachlässt, können dann auch die Prostata-Probleme wieder beginnen. Deswegen, also muss man dann nachimplantieren oder man entschließt sich dann wirklich zur chirurgischen Kastration. Das wäre immer ein möglicher Plan B. Genau. Wie ist das bei der Kastration von Rüden? Hat das einen Einfluss auf das Verhalten, auf das Wesen des Hundes oder Sie sagten schon, vielleicht wird er dick? Ja, der Appetit steigt oft. Und häufig ist es so, dass die Rüden insgesamt etwas ruhiger werden, weil der Hund hat so den Sexualtrieb und den Beutetrieb und Futtertrieb. Und wenn der Sexualtrieb wegfällt, dann boah. Und dann ist es auch häufig so, dass eben so rüpelhafte Jungs einfach ein bisschen dadurch, dass das Testosteronspiegel sinkt, dass sich da auch einige Rüpel einlegen. Natürlich aber nur die Testosteronbedingten. Klingt aber jetzt nicht so dramatisch. Nee.